Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Albion und mittlerweile ist es Skymadin. So, da notiere ich, was ist das für eine Sprache tatsächlich? Das ist auch keltisch, eine andere Form von keltisch. Okay, ja, passt ja. So, hier ist noch eine weitere Person zu uns gestoßen. Und ich würde sagen, wir rüsten diese Person erst einmal aus. So, er ist Kenget Kamulus, Okulu Kamulus, okay. Schauen wir mal, ob er... Er kann, als Okulu Kamulus kann er das Schild, den Schild, er gesagt, tragen. Und auch schon so ein Dolch mit, das ist gut. Keine Kappe, gucken wir mal weiter, was wir sonst noch haben. Wir haben jetzt ein paar Sachen aufgehoben gehabt. Der Sonnendolch, der auch von ihm verwendet werden kann. Und der tatsächlich den kritischen Treffer um 2 erhöht. So, den kann er direkt in die Hand nehmen. Schön. So. Gucken wir erstmal hier, was er auch kann. Er ist Nahkämpfer, genau. Und er hat ein riesen Maki-Talent, tatsächlich. Ja, er ist der beste Magier von allen dreien. Okay, gut zu wissen. So, abgesehen davon sollten wir die Kampfposition jetzt anpassen. Das ist natürlich jetzt blöd. So, jetzt ein bisschen irgendwie nach vorne. Müssen wir mal eben gucken, wie es mit den Lebenspunkten aussieht. 112 und eine Verteidigung von 17, ich glaube. Ja. Ja. Sira ist unsere Wahl, die nach vorne kommt. Und er geht hier hin. So. Ist natürlich trotzdem doof, weil Sira trotzdem nicht sonderlich gut geschützt ist. Müssen wir mal gucken, beim Rüstungshändler, ob wir dann Rüstung für Sira kaufen. So. Ich habe während der kurzen Zeit zwischen den Aufnahmen, ich wollte noch gucken, ob es noch weitergeht, habe ich eben in das Wiki geguckt. Nein, nicht in das Wiki, in das Handbuch. So, ich habe das Handbuch geholt, vorgeholt und reingeguckt, wie man, oder ob man es in 3D links seitwärts laufen kann. Ja genau, das Ganze hat so lange gedauert, dass alle müde geworden sind. Macht ja auch immer so komische Geräusche, wenn ihr mit meiner Mami zusammen seid. Erwachsene sind irgendwie komisch. Okay. Ich dachte, sie arbeitet im Freudenhaus und nicht zu Hause. Oder soll das hier das Freudenhaus sein? Warum sind die Kinder da? Ich glaube tatsächlich, ist es einfach nur das Wording. Sie arbeitet bei sich zu Hause. Naja, okay. Wohnhaus, offene Tür. Das Spiel beschreibt das auf der Karte einfach nur als Wohnhaus. Ich bin in die falsche Richtung, oder? Nein, natürlich nicht. Das Haus hat einfach auf der Seite nur keine Tür. Dann gucken wir mal drumherum, weil das Haus wird mich vom Spiel als Händler deklariert. Da ist eine Tür. So, was sagt das hier denn? Brotz, Nahrungsmittel. Nahrungsmittel haben wir geholt. Ich sollte vielleicht gucken, dass Kunak auch. Wir haben alle 50. Da würde ich sagen, gibt jeder mal 5 ab. So. Gerne eins mehr sein. So, und wir kommen auch. Nein, nicht alle. Ich bin gewohnt, Doppelkippe zu machen. So. Ja, das passt schon. Das hält jetzt erstmal für ein bisschen. Okay, das Nahrungsmittelhaus interessiert uns nicht. Alle werden müde. Das heißt, ich werde mal mit der Frau sprechen und gucken, was die kosten. 0,1 Gold. Günstige Nahrung, okay. Hätte ich das gewusst. Drehen wir mal hier weiter mit den Leuten. Hä? Irgendwas in euch erinnert mich an Kunak. Nur was? Bestimmt sind Magier unter euch. Ich spüre sowas. Naja. Kunak ist gerade sogar der Anführer. Ich sterbe vor Hunger.
Ihr habt doch nichts dagegen, wenn ich vor euch einkaufe. Nein, überhaupt nicht. Wir haben schon einen gekauft. Das ist aber dieser Händler hier. Okay. Ah, das war der da. So, das ist der Waffenhändler, so wie es scheint. Mit Marktplatz ist wohl gemeint, das ist einfach der Platz, wo die ganzen Händler sind. Beste Hieb-, Stich- und Schusswaffen. Geöffnet von 8 bis 22 Uhr. Willkommen in Poschs Waffenladen. Beste Qualität und günstige Preise werdet ihr hier finden. Die Waffen stammen teilweise sogar direkt von den Metallmachern. Und die stellen die allerbesten Klingen her. So haben die Waren, die ihr in der Auslage seht, einen weiten Weg hinter sich. Sogar über den Gebirgspass werden Waren transportiert. Ihr seht, das Angebot ist aktuell und umfangreich. Bestimmt findet ihr, was ihr sucht. Oh, Streitkolben. Schaden 17. Oh, die Bolzenschleuder ist viel wert. Wobei, wir haben, glaube ich, nur eine kleine Bolzenschleuder. Oder haben wir sie mittlerweile verkauft? Ja, das ist eine kleine Bolzenschleuder, ist ein anderes Bild. Giftbolzen. Schaden 4. Schaden 0. Wow. Danuslicht. Klugsdolch. Schaden 14. Hier ist nochmal Luxdolch, okay. Das ist schon mal nicht schlecht, weil Luxdolch, ja, das wissen wir ja schon. Der macht ja einen Nahkampf- und Stärkebonus. Interessant, interessant. Und der hat auch die langen Pfeile. Hm, gut. Wir haben aber jetzt nicht das Geld, um einkaufen zu gehen. Aber Rainer kann seinen Bogen abgeben. Und der kann auch die Pfeile nehmen, tatsächlich, weil er den Bogen hat. So. Einfach weil, das so kann der auch angreifen. So, Rüstungshändler bräuchten wir eher und Geld für die Rüstung. Und das ist wahrscheinlich auch der Hinter hier, ja, im Norden. Skymardin, bestimmt findet ihr bei mir alles, was euer Herz begehrt. Von der Fackel bis zum Heiltrank kann ich euch allerlei anbieten. Solche Spezialitäten wie Ringe könnt ihr außerdem sonst nirgendwo in Bellovino kaufen. Und wenn ich auf Kaufen und Verkaufen gehe, habe ich unterschiedliche. Nice. So, also ich gehe erstmal auf Kaufen. Und dann fange ich erstmal an aufzuschreiben. Also, wir haben hier Riolea. Gemischtwaren. Und wenn ich jetzt in dem Modus einen Trifaler Samenkorn, das ist ja so mein Vergleichsitem, verkaufe, dann sind das 1,2 Gold. Das ist schon mal zum Kaufen nicht schlecht. Der Gemischtwarenladen bei Vinion ist teurer, weil die Einkaufs- und Verkaufspreise sich hier gegeneinander richten. Wenn ich auf Verkaufen gehe, dann kriege ich nur 0,9 Gold. Das heißt, die Sachen hier zu kaufen, ist günstiger. Der rote Trank kostet 3,7 Gold. Und hier 5 Gold. Okay, was kriege ich für einen roten... Jetzt schlägt bei mir das Verkäuferherz hoch. Was kriege ich hier für einen roten Trank? Ich meine, tatsächlich ist es also so, wenn ich hier in dem Modus alles aufkaufe. So. Und das dann alles im anderen Modus verkaufe, dann verdiene ich Geld. Lustig. Aber die roten Tränke, das sind... ich verkaufe sie trotzdem. Das sind Magietränke, wollte ich sagen, aber das sind die schwächsten. Von daher verkaufe ich die. So. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, was das Schwert kostet. 33,7. So, dann machen wir doch den Rabier-Trick. Das ist lustig. So, sehr schön. Das hat mal ein bisschen Geld gemacht, einfach nur durch hin und her verkaufen. So, nochmal markiert auf der Dings.
sehr schön. Hier sind jetzt auch Tränke und alles. Alles, was man so braucht. Da hat sie nicht ganz unrecht. So. Dann gehen wir nochmal zu den Waffen hin. Oh, gucken wir mal hier. Das ist alles zu weit weg. Aber vielleicht die Truhe. Alle werden müde. Das ist auch schon geschützt, dass man da nicht rankommt. Oder ich bin gerade wieder zu doof. Gut, dann gehen wir nochmal zum anderen Regen über. Und checken hier den Basispreis ab. Ja. So, was nehmt ihr für ein Samenkorn? 1,2 Gold. Das ist also dann der Waffenhändler. 2. Gleicher Preis, wie wenn wir im Kaufmodus, also der Gemischtwarenhändler und der Waffenhändler haben gleiche Preise. Außer natürlich, es ist, da muss man nicht gucken, 620, nein, die Bolzenschleuder kostet das gleiche. So, Posch heißt der. So, aufgeschrieben. Danke für das Gespräch. So. Weiter. Wir haben hier also den Wachtschmied, die Lebensmittel, das Wohnhaus bzw. das Bordell. Hier drüben ist die Kneipe, dann gehen wir mal eben in die Kneipe. Ab in die Kneipe, so. Auf dem Schild steht Anmeldung. Wollt ihr ein Zimmer mieten? Ja, für 6,6 Gold. Das ist wahrscheinlich 1,1 pro Person. So, erstmal schlafen. Und dann gucken wir weiter. So. Ich mag es nicht, von fremden Menschen angesprochen zu werden. Ich werde weder eurer Glaubensgemeinschaft beitreten, noch irgendwelche Schriften von euch erwerben. Also stört mich bitte nicht länger. Hier, scheinbar gibt es auch hier ein Problem mit Leuten, die einem irgendwas aufschwätzen wollen. Da lachen sie schon im Schankraum. So, hier gibt's. Oh, 28 Essen. Das kann Kuna kriegen. Dann lohnt sich's natürlich auch mal in die anderen Räume reinzugucken. Ein Regal. Waschraum. Ja, das heißt nicht unbedingt in alle anderen Räume. So. Regale, ah ja, die Regale ignoriere ich jetzt mal. Ich vergesse immer, dass man hier unter der Tür, also südlich von der Tür, durchlaufen muss. Das Schloss ist präzise verarbeitet. Diese Türe muss nicht unbedingt geöffnet werden. Sie dient als Durchgang zwischen der Kneipe und der Pension. Beide Gebäude können aber auch von der Stadt aus erreicht werden. Wart ihr schon in unserem Freudenhaus? Das wird von allen Reisenden beiderlei Geschlechts gerne besucht. Vielleicht habt ihr Caria ja schon einmal getroffen. Sie arbeitet dort. Caria ist überhaupt sehr freundlich und gesprächig. Das ist nicht immer ganz unproblematisch. Ihr könnt euch denken, dass die Kundschaft keinen großen Wert darauf legt. Okay. Das heißt, sie ist tatsächlich sogar schon verschrien, als dass sie alles ausplaudert. Muss nicht geöffnet werden. Ich kann also durch die Anmeldung raus. Ich will jetzt keinen Dietrich verbrauchen. Und dann wahrscheinlich hier einmal rum. Warum? Ist nämlich eine Tür. Ja, da kam die Umgebungssitzung. Die Gruppe hat soeben das Wirtshaus zum offenen Zapfhahn betreten. In der Kneipe ist es schwül und warm und reges Geschwätz der zahlreichen Gäste macht eine normale Unterhaltung fast unmöglich. Tom mischt sich schon mitten ins Getümmel. Ich glaube, da hinten ist die Bar. Ich bestell mal ein paar Mojitos für alle. Ich rate euch, Fackeln und ein Seil mitzunehmen, wenn ihr eine der vielen Höhlen besucht, die es im großen Gebirge gibt. Ich habe mich dort schon einmal verlaufen. Okay, zu wissen, wir haben ja Seile. Wie die Zeit vergeht,
Als ich noch so jung war wie ihr, konnte ich das Leben auf eine ganz andere Art und Weise genießen. Aber auch das Alter hat seine Vorzüge. Das werdet ihr noch merken. Gleich mit einem Lachen quittiert. Pah! Was seid ihr für aufgeblasene Gestalten? Meint wohl, ihr könnt mich beeindrucken, wa? Aber da liegt ihr hier falsch. Beeindrucken lasse ich mich durch andere Leute. Vielleicht durch Kunak, wenn er mir eines seines spektakulären Zauberkunststückchen vorführt. Habt ihr ihn schon einmal besucht? Ein etwas komischer Kauz. Ein abtrünniger Druide der Kengert Kamulos, glaube ich. Mir wird nicht so recht schlau aussehen. Er wohnt bei Karia. Das ist jetzt lustig. Er sagt das Gleiche, wenn ich ihn mit Kunak anspreche. Er redet mit Kunak und sagt nur, Kunak kann mich beeindrucken. Ach ja, Computerspiele. Hier werden kleine Vesper und kalte Speisen zubereitet. Die Vesperküche. Das ist das Klo. Das ist wieder die Durchgangstür. Das ist wieder der gleiche Typ, der noch nicht mehr merkt, wenn Kunak vor ihm steht. Skymar Dinfremde. Ich bin Aurino und ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen. Na, wie schmeckt euch unser Sucho? Haben wir noch nicht probiert. Ich sage einfach, er ist gut. Skymar Din, danke der Nachfrage. Wir wissen ihn zu schätzen. Ein prächtiges Getränk. Normalerweise dauert es... Ach, der soll besoffen sein. Normalerweise dauert es eine ganze Zeit lang, bis man sich an den besonderen Geschmack gewöhnt hat, ja? Ich glaube euch mal, solange ihr damit noch euren Kummer runterspült. Was wisst ihr über Kummer? Ach je, was würdet ihr denn sagen, wenn man sich auf die wichtigsten Leute in der Stadt nicht verlassen kann? Könnt ihr da etwas konkreter werden? Naja, der Rat der Gerechten sollte eigentlich für das Volk da sein. Dann habe ich zum zweiten Mal einen Streit mit meinem Nachbarn gehabt. Es ging dabei um ein Grundstück. Wir haben uns so die Besitzersprüche gestritten, ne? In solchen Fällen sollte ein weiser Rat eigentlich eine gerechte Entscheidung fällen. Aber in beiden Fällen ist ein Urteil gefällt worden, das weder zu meinen Gunsten noch zu Gunsten meines Nachbarn ausging. Der Rat hat die Grundstücke einfach verpfändet, ne? Dabei dürfen sie noch nicht mehr von der Allgemeinheit benutzt werden. Ich verstehe das wirklich nicht, ne? Irgendwie ist seinem Rat auch nicht alles in Besordnung. Und was wisst ihr über das Grundstück? Das ist doch nicht so Sache. Ich habe es nur als Beispiel angeführt, ne? Was wisst ihr über Beispiel? Ja, danke für das Gespräch. Hey, wohl. Ja, der Arme. Okay, also da scheint wirklich einiges im Argen zu sein mit dem Rat. Ich bitte um eine kleine Spende. Habt ihr ein paar Münzen für mich übrig? Ja, ja. Ich danke euch vielmals. Travia mit euch. Ich muss eben zum Tisch, lasst mich bald da durch. Ihr seid nicht von hier, stimmt's? Es treiben sich immer mehr fremde Menschen hier rum. Aber das geht nicht gegen euch, mir fällt das nur auf. Ja, so geht's los, mir fällt das nur auf. Muss, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, ne? Nein, wir hatten schon. Du hast schon 0,8 von uns gekriegt. Passt schon. Da ist ein... Das ist entweder ein Wurfdolch oder ein Messer. Ich nehme es mal mit. Hier ist der Tresen. Niemand, der da hinten steht. Ist das ein Selbstbedienungsladen? Okay. Aha, das war die Vesperküche. Okay, hier haben wir die Informationen gekriegt, dass mit dem Raten nicht alles in Ordnung ist. So. Neugierig, was das hier für eine Gebäude ist. Das ist eine geschlossene Tür. Leider ist sie wirklich geschlossen. Schade. Okay. Hier ist noch eine offene Tür. Das ist im Süden. Das ist bestimmt dann der Rüstungshändler. Ja, das ist hier auf der anderen Seite von dem Zaun. So, rum, hin. Das ist nicht hier. Achso, ich habe übrigens gelernt, wenn ich Alt gedrückt halte, kann ich dann auch noch links und rechts laufen. Und mit Steuerung kann ich auch rennen. Eben 3D-Fenster. Das ist das, wofür ich das Handbuch genutzt habe. So,
Skymadin, wenn ihr Verstärkung für eure Gruppe sucht, dann biete ich euch hiermit meine Dienste an. Ich kann vorteilhaft für euch sein, wenn ihr eine Kriegerin dabei habt. Ich bin zwar noch keine Meisterkämpferin, aber ich habe schon viel Erfahrung gesammelt und man lernt ja ständig mit dazu. Jedenfalls würde ich mich euch gerne anschließen. Es ist mir ganz gleich, wohin ihr reist und welche Ziele ihr verfolgt, solange ich dabei in der Welt rumkomme, neue Dinge kennenlerne und mich im Kämpfen üben kann. Ja, wir kommen ganz gut zurecht. Okay, wir können also eine Kriegerin, wir können hier also frei die Party ändern. Okay, ihn als Magier zu haben, eigentlich sind wir magisch gut versorgt. Da Sira vorne stehen muss, das ist schon doof. Ich nehme ihm jetzt einfach ganz dreist alles ab und heuer sie an. Im Zweifel nehmen wir ihn wieder und nehmen ihr vorher alles ab. So kommen auch an Items. So. Tom hat keine Plätze mehr frei. Dann halt Rainer. Ist nicht schlimm. Halt das Geld. Das ist eine der wichtigsten Sachen. Und auch das Essen. Wissen wir jetzt, Tom muss die Hälfte abgeben an sie. Wo ist sie? Mittlerweile, da kommt sie wieder. So. Dann komm noch mit. Gut, ich komme mit euch. Aha, kann ich jetzt sie sagen, ansprechen? Schade, ich kann ihn nicht entlassen. Okay. Okay, das ist schade. Wenn man also gewusst hätte, dass wir... Ah, das ist schade. Er möchte nichts über seine Vergangenheit sagen. Gut, schade. Okay, ich werde ihn also nicht los. Dann Tom, du gibst jetzt die Hälfte von deinem Zeugs, so, du hast 50, ab an ihn. Und die Rüstung. Und den Sonnendolch. Das hier. Und die ganzen Pfeile. Auch wieder an ihn. So, einmal wieder einrüsten und ausrüsten und überhaupt rüsten. So. Die Jagdsaison ist eröffnet. So bin ich meistens den ganzen Tag unterwegs, um Tiere zu jagen. Das ist ziemlich anstrengend, denn ich erlege nicht nur für unsere Familie Tiere, sondern liefere zusätzlich den Lebensmittelladen. Stell dich vor, oft liege ich stundenlang im Gebüsch und warte auf eine passende Gelegenheit. Wenn ich dann einmal einen lohnenden Fang gemacht habe, muss ich die schweren Tiere noch in die Stadt schaffen. Zurzeit habe ich nachts also einen tiefen Schlaf. So. Wie ihr seht, bin ich mit Kochen beschäftigt. Beim besten Willen kann ich euch aber nicht alle mitversorgen. Für so viele Münder reicht es dann doch nicht aus. Hier hinten. Das ist wohl die Vorratskammer. Okay, hatten wir schon gesehen, was für ein Laden das hier überhaupt, also was für ein Haus das überhaupt ist? War da ein Schild, was gesagt hat, was für ein Haus, in was für ein Haus wir gekommen sind am Eingang? Ich nicht, oder? Nee. Das ist irgendein Wohnhaus, das hat aber einen Keller. Aber ist das ein Wurfdolch? Ja. Geld. So, dann gehen wir mal hier runter und gucken mal unten weiter. Oh, Gegner. Ein Angriff. Ja. Super. Das ist jetzt kein besonders schlimmer Angriff für uns. Ja, vielleicht für Meltas, weil er noch nicht viele Lebenspunkte hat. Gleichzeitig ist es gut, Meltas lernt damit was. Okay, die haben Ungeziefer im Keller. Der versucht zu uns zu kommen, nehme ich an. So, da können wir jetzt ganz einfach sagen. Eine Frostlawine auf alle drauf. Und dann natürlich die beiden Goldjungs hier vorne angegriffen.
So, und jetzt können wir hergehen und das ein bisschen wackeln, damit das verschwindet. Die Dornenschlinge anwenden. Und zwar am besten auf die, die ich noch nicht angreifen kann. So. Und er geht her. Er ist zwar der bessere Nahkämpfer. Ah, er kann den Bogen gar nicht verwenden. Okay. Dann halt so. Ich finde auch die Dornenschlinge, um den einzufangen. Den umbringen. Mit der Dornenschlinge den da hinten einfangen. Und dessen bewegt sich Top hier runter. Das hat den da noch. Und die Grünen, die lasse ich dann einfach, die haue ich platt. Ach, weißt du was? Meltas. Du kannst dein Dämonenvertreiben üben hier. Sie hätte nichts mehr zu üben. Falle entfernen halt noch, ja. Nichts tun. Ja, sie kann den da angreifen. Weil der wird ja auftauen. So, jetzt die Grünen aufgetaut. Also es sind eigentlich alle aufgetaut, aber Grünen sind die, die noch kämpfen können. Der kann nichts machen. Dann bewegt sich Tom doch wieder zurück. Er kann angreifen. Oh. Kann das sein, dass die Dornenschlinge, während die eingefroren sind, nichts tut? Abgesehen davon hat das Dämonenvertreiben von Meltas auch nicht viel bewirkt. Das ist zumindest gelevelt. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich hoffe es einfach mal. Diesmal habe ich die Animation vom Dämonenvertreiben zumindest gesehen. So. Der verschwindet und der wird umgebracht. Das gebe ich jetzt eigentlich alles Welt hast. Das wollte ich gar nicht. Tom soll schon das Zeug haben. So. Dann gehen wir mal weiter. Goldburchen. Und mit der Frostlawine alle einfrieren, weil dann können sie sich erst bewegen. Kommen sie erst zu mir. So. Probier das jetzt nochmal. Es kann sein, dass es hieß, der Vanya-Kapitzauber abgewehrt. Das wäre natürlich dann der Hinweis gewesen. So, nehmen wir mal den da hinten. Nicht abwehren können, okay. So, dann schauen wir jetzt mal. Ich greife also an. Den. Und er macht den Feuerregen, wird wahrscheinlich genau Feuerball auf der ganzen Zeile sein. Den macht er jetzt mal hier. Ich hoffe, ich treffe mich selber nicht. Okay, Tom bewegt sich hier hin. Und er macht Dämonenvertreiben auf den da hinten. Nichts tun. Eigentlich doch, den Feuerball zu leveln ist schon hilfreich. So, dann rücken wir die Party einmal vor. So, Dämonen vertreiben kostet einen Haufen Lebenspunkte, aber ich mach das jetzt einfach. Okay, jetzt kann er tatsächlich fliehen.
Der ist aber auch nicht richtig gut. Da muss ich mal gucken. Eventuell geht es einfach nicht, wenn sie eingefroren sind. So. Was kriegen wir als Belohnung? Geld. Okay. So. Gucken wir mal, ob wir oben jemanden darauf ansprechen können, dass sie ein Ungezieferproblem hatten. Gucken wir mal die anderen Kisten noch an. So. Weil ich glaube nicht, dass das gewollt war von denen. Außer die haben eine Warnjagdfarm im, im Keller gehabt. Dann haben sie halt jetzt Pech. Was sagt denn das Kind hier? Hoffentlich muss ich nicht bald wieder Sugo aus dem Keller holen. Dort unten sind nicht eklige Flugtiere. Ich werde natürlich locker mit denen fertig, aber irgendwie fürchte ich mich doch vor ihnen. Mit euch würde ich mich natürlich viel sicherer fühlen. Okay. Also denen bekannt, dass die Viecher da sind. Das ist die Jagdsaison. Das ist die Kriegerin. Gucken wir mal hier drüben im Schlafzimmer. Da ist nämlich ein Mädchen. Das hat bestimmt auch irgendwelche wertvollen Informationen für uns. Schaut, das ist mein neues Kleid, was mir meine Mami genäht hat. Gefällt es euch? Ich darf es nur anziehen, wenn wir Besuch haben. Sag ich doch, wertvolle Informationen. Mami kann nähen. Das ist nicht nur eine gute Kriegerin. Zu wissen, aber tatsächlich sind die 37 Gold das Einzige, was wir gekriegt haben. So. Dann können wir hier nochmal hin. Hier rum und dann war das, glaube ich, dieses Haus hier. Skymardin, ich bin die Roko. Ich wohne hier. Gefällt euch das Haus? Also ich finde es schön, aber ich darf auch in den anderen Häusern nicht reingehen. Das stört die, die in den anderen Häusern wohnen, nämlich. Und wenn ich die störe, dann werden die ärgerlich. Und das mag ich nicht. So, die Frau des Hauses. Wart ihr schon einmal in unserem schönen Rathaus? Das ist auf jeden Fall eine Besichtigung wert. Zum einen, weil es ein wunderschönes historisches Bauwerk ist und zum anderen, weil ihr dort wichtige Leute treffen könnt. Irgendwie fühle ich mich seit einiger Zeit nicht mehr richtig wohl. Wenn das so weitergeht, werde ich Ramina aufsuchen müssen. Sie ist unsere Heilerin. Sie hilft auch euch gerne, wenn ihr einmal ähnliche Probleme habt. Ich glaube, ich ruhe mich jetzt erstmal ein bisschen aus. Viel sitzen kann nicht schaden, das denkt ihr doch auch. Heute Morgen bin ich dort drüben gesessen und jetzt sitze ich hier noch ein Weilchen, bis es Abend wird. Dann setze ich mich wieder dort drüben hin. Und dann ist auch schon wieder Zeit zum Schlafen gehen. Das ist wahrscheinlich auch einfach hier irgendein Wohnhaus. Das ist doch nicht normal. Mein Papi sitzt den ganzen Tag nur noch rum und jammert. Hoffentlich geht es ihm bald wieder besser. Ich glaube, die Heilerin wird ihm nicht helfen können. Und ich glaube, der Beruf Therapeut ist hier noch nicht existent. Einfach nur rumsitzen, keine Kraft mehr zu haben für irgendwas anderes, klingt nämlich eher nach... Gut, okay, ich nehme jetzt an, dass er keine Kraft mehr hat für was anderes. Das klingt mir eher nach einer Depression. Leute, wenn ihr solche Anzeichen habt, versucht euch Hilfe zu holen. Das ist... Ich selbst hatte schlicht. Ich habe das Problem. Bei mir äußert sich das ja in aggressiven Ausbrüchen. Und ich kann nur sagen, man profitiert von der Therapie. Und wenn sich rausstellt, dass man keine braucht, dann sagt einem das Therapeut auch. Also, wenn man unsicher ist und hingeht und sich beraten lässt, ist das auch kein Nachteil, sondern eher ein Vorteil. Im schlimmsten Fall, sozusagen, kriegt man einfach gesagt, nö, sie brauchen keinen Therapeut, dankeschön, tschüss. Ich muss die Betten machen. Wenn ich das heute ohne Falten schaffe, bekomme ich ein Stück süßen Fladen. Also bitte nichts berühren. Mami ist furchtbar kleinlich. Mann. Furchtbar kleinliche Mami. Aber die Kinder lernen zumindest im Haushalt mitzuhelfen. So. Ach so, das ist dieser Raum. Okay. Auch nichts Besonderes. Nur der Hinweis, dass wir mal zum Rathaus gehen sollen. Und es ist Nacht. So, wenn ich jetzt geradeaus gehe, komme ich nochmal zu einem Händler. Ist ja relativ dunkel, aber hier sollte die Tür sein. Geschlossen, geöffnet von 8 bis 22 Uhr.
Und dann warten wir, es ist 23 Uhr, 24 und 8 bis 9. So. Was meint ihr? Ja, ob ihr die Lederkappe oder die richtige Metallhelm besser steht? Leider ist das auch eine Frage des Preises. Ich würde sagen, wir sind beim Rüstungshändler. Lasst mich bitte in Ruhe. Habt ihr schon mit Kunak gesprochen? Ja, der steht neben dir. Er ist ein abtrünniger Magier. Und ich glaube, unter euch befinden sich ebenfalls Magier. Kunak ist in der ganzen Stadt bekannt für seinen eigensinnigen und starken Charakter. Er wohnt bei Karia. Besucht ihn doch einmal. Skaymardin, sucht ihr etwas Bestimmtes? Ich kann euch alles Mögliche verkaufen, mit dem ihr euch schützen könnt. Panzer, Westen, Helme, Kappen, Stiefel und so weiter. Wenn ihr natürlich bereits verwundet seid, dann geht besser zu Ramina und lasst euch heilen. Erstmal, was ist denn eigentlich dein Preisfaktor? 1,2. Wir haben also alle Händler hier haben den gleichen Preisfaktor. Metallschild. Und das ist übrigens der gleiche Preisfaktor wie beim Waffenschmied auf der anderen Insel. Das ist wieder ein Garantenschild. Natürlich. Jetzt können wir noch bessere Rüstung kaufen, wenn wir es schaffen, das Geld zu haben. Natürlich wäre der Gemischtwarenhändler vorher besser gewesen, weil der hat einen Faktor von 1,5. Aber dann kann ich auch problemlos hier einfach an irgendeinen Händler den Kram verkaufen, den ich gerade habe. So, verkaufen. Zack. So. Gibt der eigentlich Stiefel? Nein, nicht Stiefel im Inventar. Schlappen habe ich im Inventar. Da sind Stiefel, ja. Okay, dann kann ich die Schlappen nämlich verkaufen. Mache nämlich wieder einen Slot frei. So. So, dann gebe ich die Stiefel eben mal unserem Freund. Der soll schließlich auch nicht barfuß laufen müssen. Und dann würde ich sagen, mache ich erstmal Schluss für heute. Wir sehen uns also dann nächste Woche wieder. Ciao, miau.